Ja, hi Freunde, hier ist wieder euer Mofa. Ich grüße euch ganz herzlich. Leute, welcher Tag ist heute? Robocraft Day? Eigentlich nicht, weil eigentlich ist heute Ark Day. Aber heute kam ein Update oder ein Patch von FreeChem oder von Robocraft. Deswegen mache ich heute eine Folge Robocraft und dafür keine Folge Ark. Morgen ist Freitag, da kommt kein Video. Okay. Freunde, was hat sich geändert? Ich weiß es nicht genau. Also, ich weiß, es gibt eine neue Map. Ich weiß, es gibt einen neuen Game Mode und den werden wir uns heute etwas genauer anschauen. Ich kann euch leider gar nichts sagen zu den Patch Notes. Es soll auch kein Update-Video werden. Es soll nur ein kleines Video werden, wo ich mal zeige, wie vielleicht die neue Map aussieht oder wie der neue Game Mode so oder so ist. Also deswegen erwartet euch von mir keine Patch Notes oder irgendwas in der Richtung. Da gibt es andere Channels. Das hat ihr auf jeden Fall besser aufgehoben als bei mir dann. Freunde, wir gehen auf jeden Fall gleich mal. Ich weiß nicht, welchen Bot ich spielen soll. Ich habe jetzt hier gerade den in der Garage. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch was taugt. Wir gehen einfach spielen, Freunde. Okay, Team Deathmatch ist jetzt Elimination oder Elimination, okay. Der Team Deathmatch mit dieser neuen Map, der ist neu. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die normalen Game Modes hier auch auf der Team Deathmatch Map gibt. Ich glaube es aber nicht, da die Map wirklich sehr, sehr klein ist. Wir gehen das Ganze einfach mal testen. Freunde, es ist, ihr könnt es euch so vorstellen, ihr werdet es zwar eh gleich sehen, aber es ist einfach nur eine Map und sie sind... ja, ich sag mal, jedes Viertel von dieser Map ist eigentlich gleich. Ich habe auch schon den ein oder anderen, ja, Lame-Spot rausgefunden. Und zwar ist es der Mitteltower, denn da oben hocken nämlich meist immer die ganzen Flyer. Oder Helikopter und verstecken sich hier oben, hauen dann mit den Plasmas kurz runter, bleiben dann wieder da stehen. Und das macht sich dann die ganze Zeit, bis man eben gerackt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier was gebacken bekommen. Und es gibt Spieler-Icons, Freunde, oder Avatar-Bilder. Was allerdings wieder ein absoluter Wermutstropfen ist, und da sieht man, dass es nur noch Geldmacherei ist, FreeChem. Okay, werden wir natürlich machen. Um ein eigenes, ein persönliches Avatar einzustellen, braucht ihr Premium, Freunde. Das ist natürlich schon richtig kacke, wenn man nicht mal mehr ein Avatar ändern kann, ohne Premium zu haben. Das ist schon richtig kacke. Okay, hier gehen wir gleich kurz ein bisschen runter. Oh, ich weiß gar nicht, welche Waffen wir hier haben. Hier hinten ist doch was. Oh, scheiße. Der ist ein bisschen zackig beim Lenken, ne? Shotgun Power! Krabumi! Und weiter geht's. Nummer 1 kommt schon. Nummer 2. Ah, der hat keine mehr. Hey, der hat doch Protosieger, oder? Wir werden hier hart gehittet, Freunde. Wir werden hier sehr hart gehittet. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Was hat der für eine Waffe drauf? Ist das echt ein Proto? Tosika! Nein! Okay, nicht so schlimm. Oh, scheiße, Freunde. Ich muss wieder aufpassen. Mein Fenster ist offen und die da draußen grillen hier gerade. Aber nicht so schlimm. Rail. Okay, ist es ein Team Deathmatch? Ich weiß gar nicht, wie viele Kills wir machen müssen. 20 Kills. Also im Team. Hier hinten mal kurz botten. Hier hinten haben wir was. Da gehen wir auch kurz spotten. Hier hinten haben wir was. Hier hinten haben wir was. Vielleicht kommen wir hier unauffällig vorbei. Tatsächlich. Oh, Baby, das war's. Oh, scheiße. Jetzt langweilt mich die Rail hier hinten. Ja, wer schießt denn hier mit den Protosiegern rum? Das ist doch der Typ hier oben, ne? Natürlich, der hat eine ganze Menge Protosieger drauf. Der probiert's mit den Blades, der probiert's mit den Blades. Oh, und das wird's ja weg, mein Freund. Sehr schön. Freunde, wir ziehen zurück, wir ziehen zurück, wir ziehen zurück. Schaffen wir das? Oh nein, komm schon! Jetzt, wo ich ums Eck fahren wollte. Oh, Minecraft. Ah, die Rail wird wieder ein Dorn im Auge, aber ist nicht so schlimm. Ich schau mal, wo fahren denn meine Mates hier hin? Die gehen hier, oder sind direkt vor den Tower, da fahre ich doch einfach mal rein. Und das ist eben dieser Lame-Spot, wo die ganzen Flyer dann hier meist feststacken, oder was heißt feststacken? Bewusst feststacken. Wurden die Protosieger schon wieder etwas angehoben vom Damage? Oh, 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 nicht mit mich, mein Freund. Es
Sehr schön. Sehr, sehr schön gemacht. Das ist die Rail nochmal. Da oben ist der Protosieger-Typ schon wieder. Hier werden zwei Stücke respawned. Oh oh. Oh oh! Sind wir wieder vielleicht ein bisschen zu aggressiv? Hier oben ist ja noch eine Rail, Freunde. Die habe ich nicht gesehen. Oder ist es die gleiche? Ich weiß nicht. Ich hätte mir vielleicht auch eine Rail nehmen sollen. War das jetzt die gleiche, Freunde? Oh, wir haben aber schon 13 Kills, Mates. Wir haben schon 13 Kills. Davon habe ich leider nur zwei Stück gemacht. Da sind wir noch im Vorteil. Und hier sehe ich mal absolut wieder Zweck dabei, eine Nano drauf zu schmeißen. Hier war jemand. Sehr schön. Hier ist wieder dann der Protoseeker. Da gehen wir jetzt mit der Shotgun jetzt auf die Schnelle. Wir haben keine Shotgun mehr! Und runter mit dir, runter mit dir. Wir werden es echt wieder nicht schaffen. Sehr schön. Leute, wo ist denn seine letzte Rail? Ich habe sie nicht gesehen. Der kann nicht hochschießen, oder? Oh mein Gott, er kann doch hochschießen. Das war der andere. Das war der mit der Plasma, mit dieser, mit Shotgun. Ah, das war nicht schön, das war nicht schön. Okay, 2, 4, 1, das ist nicht sehr gut. Ah, das probieren wir natürlich wieder ein bisschen zu ändern. Wir haben 18 Kills. Das werden wir definitiv gewinnen. Und auf mit der Shotgun. Die Shotgun wurde genervt. Ich weiß es nicht genau. Aber ich bilde mir ganz stark ein. Hier ist der Defekt. Freunde, wir probieren zurück, wir probieren zurück. Die Rail wird ja wirklich sehr, sehr schwer. Oh, komm schon. Okay, wir haben es noch geschafft. Wir gehen uns erstmal hier einen kurzen Happen verstecken. Ah, Team Victorias! Freunde, wir haben schon gewonnen. Mein Mate hat 10 Kills gemacht. Das ist schon wirklich beachtlich. Ich weiß jetzt nicht, was er gespielt hat. Aber wir probieren es gleich hier nochmal. Und dann gehen wir jetzt auch mal eine Rail spielen. Können wir doch sogar nochmal die Rail spielen von Bernie. Ah, Silver, sehr schön. Ja, okay, wundervoll. Ja, sehr schön. Das da oben interessiert mich gar nicht. Weil ich gar kein Premium habe. Und ich werde es auch nicht unterstützen. Ich werde mir definitiv kein Premium mehr kaufen. Vielleicht für den Mofa and Friends, damit wir 4 Leute in Platoon bekommen. Aber sie haben es ja immer noch nicht mal geschafft, eine simple Clan-Funktion zu integrieren. Aber sie haben Avatars, die Geld kosten. Wenn man ein eigenes haben will. Okay, Freunde, wir gehen nochmal in ein Match. Und wir gehen diesmal mit einer Rail spielen. Wir nehmen diese hier. Ah, das war die von Bernie. Ich habe sie noch nicht getestet. Ich habe sie jetzt hier ein bisschen umgebaut. Wir gehen jetzt einfach mal schauen. Wir gehen nochmal die neue Map spielen. Vom Aussehen her gefällt sie mir sehr, sehr gut. Ich frage mich, warum FreeChamp sowieso so lange auf sich hat warten lassen, um neue Maps zu machen. Also ich weiß nicht. Es ist immer nur so die gleiche Standardkacke, möchte ich mal sagen. Einmal eine Eismap und einmal eine Marsmap mit sehr viel Sand. Und das war's. Hier ist mal wieder was ganz, ganz Neues. Aber es ist halt sehr, es ist eine sehr kleine Map. Wer schießt denn hier immer mit der Rail? Ich glaube, das ist anfangs tatsächlich hier immer ein bisschen Bug. Und dann machen wir es doch ganz genau so wie die Gegner. Wir gehen einfach hier hoch und snipen einen nach den anderen weg. Hey, warum denn auch nicht? Okay, ich habe, glaube ich, hier noch keinen gesehen mit dem Custom. Avatar. Okay, Freunde, wir probieren es einfach mal. Ah, es ist immer fast ein bisschen langsam. Hier oben ist was. Oh, der ist aber verdammt schnell hier. Da hatte ich ja nicht mal die Chance, irgendeinen... Ey, du Penner! Unglaublich hier. Okay, hier haben wir aber eine Menge Fleisch schon wieder dabei, glaube ich. Wie ich das hier so sehe. Sehr schön. Freunde, den kriegen wir noch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nein, warum treffe ich ihn denn nicht? Schieß! Oh mein Gott, Freunde, mein kleiner roter Punkt ist exakt auf ihn drauf und ich treffe ihn einfach nicht.
Nein, ich habe keinen Kill gemacht. Okay, nicht so schlimm. Hier mal den nächsten. Oh, Flyer Baby! Flieg so weit, wie du kannst, denn weit kannst du nicht mehr. Lord Kravomi. Sehr schön. Endlich mal ein Kill für Moped. Hier hinten muss doch irgendwas sein. Hier oben ist schon wieder einer. Oh, das war während awesome Jump Shot gewesen. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Sie probieren jetzt hier mit allen Bandagen zu kämpfen. Mit Teleport-Modul, mit Unsichtbarkeitsmodul und was es denn sonst noch so alles gibt. Der ist hier einfach mal AFK, ganz locker flockig. Ups. Der ist mir zu schnell gerade. Oh, 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 oh. Und auf die Skier. Und weiter geht's, Freunde. Ein Hoch, dass Bernie so ein Ding hier eingebaut hat. So eine Option hier. Der ist schon unglaublich schnell. Und der hat das Unsichtbarkeitsmodul drauf. Zwar kann man ihn immer noch so ein bisschen sehen. Ah, hier oben haben wir auch noch einen. Was ist denn... Ist er das? Das ist der Schnelle. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ah, das mit einem Unsichtbarkeitsmodul finde ich gar nicht so schlecht. Überhaupt als Flyer. Also man tut sich als Bodentruppe enorm schwer. Nein, komm schon! Der ist bestimmt hier reingeflogen, oder? Also ich würde mich hier rein verdrücken. Oh, mein Mauspad ist zu Ende. Und jetzt wieder schön langsam nach unten. Ne? Nein! Komm schon, dich treffe ich noch. Baby, komm schon, hab dich nicht so. Oh mein Gott, komm schon. Oh, fuck, ich werde hier woanders angeschissen. Nicht auf dem Boden. Oh mein Gott, Leute. Da hat er wieder seine ganzen Waffen hier auf einen Punkt befestigt. Das heißt, wenn wir hier drauf schießen, ne, dass gleich sein ganzer Bot defekt ist. Dann lauf mal einfach ein Röntgen mit. Oh nein, wir treffen nicht. Komm schon. Warum treffe ich? Freunde, jetzt mal ganz im Ernst. Was haltet denn den seine Bots aus? Er hat nur noch zwei Beine, die zusammengeklebt waren. Wir haben 11 Kills. Wir bräuchten ein bisschen HP. Hier hinten mal was. Ey, hol mir immer die Angefragten hier. Und ich krieg sie nicht mal. Macht das sich wieder unsichtbar. Komm schon. Sehr schön. Das sind meine Mates. Der wird sich gleich hier hinten wieder heilen. Oder? Scheiße. Also die Hits, die Rail-Schüsse, die hitten gerade nicht so. Mir wurde ja gesagt, ey, Mofa schießt ein bisschen langsamer. Aber noch langsamer, wieso, finde ich, kann man hier schon fast gar nicht mehr schießen. Also ich glaube, der... Was war denn das hier? Oh, oh, der wird mich doch nicht noch wrecken. Was hat der hier drauf? Plasmas! Aua! Hey, Kollege! Yes! Nein, das ist kein Mate von mir! Oh, Leute, wir fliegen weiter, wir fliegen weiter! Los! Oh, oh. Oh, das war's. Das war's. Scheiße. Na, hätte was werden können. Also so von der Map-Prinzip, ihr seht schon, wenn ihr auf die Maps hier seht, es sind eigentlich 4 gleiche Teile. Und... Ja, was ihr da letztendlich spielt, ist eigentlich relativ egal. Die Hauptsache ist, ihr gewinnt eben da im Team. Jetzt macht er sich wieder unsichtbar. Der ist hier auf dem Boden. Das Unsichtbarkeitsmodul ist nämlich gar nicht so gut. Also,
Es ist schon nicht schlecht, wenn man hier in der Luft ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber hier hinten war auch was. Aber sobald man auf dem Boden ist, finde ich es nicht so gut. Also es sei denn, jemand in der Luft. Oh Leute, die werden jetzt pflückt. Die Victorias! Nochmal, Freunde, amazing. Oh, holy shit, wir haben nur 2 Kills gemacht. Ist aber nicht so schlimm. Man muss bedenken, wir waren im Rail, wir haben sehr viel Damage gemacht. Okay, im Mittelfeld ungefähr. Also an und für sich nicht schlecht. Freunde, kurzes, kleines Fazit vielleicht. Es ist eine Neuerung. Ist es schlechter, ist es besser? Nein, ich finde definitiv, es macht es besser. Also es gibt ein bisschen mehr... Was, das Red? Ist es Mist? Okay, wir collecten den ganzen Mist. Es macht es jetzt nicht schlechter, es macht es jetzt nicht besser. Ja doch, ich finde, es macht es tatsächlich ein bisschen besser. Das heißt, ihr habt einen neuen Spielmodus. Finde ich vielleicht ganz nice, wenn ihr zum Beispiel im Platoon seid. Ja, dann habt ihr halt einen Random-Typen dabei, falls ihr zufälligerweise 4 Leute habt oder Premium seid. Ansonsten, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man dieses Avatar, Leute, FreeChem, ein Avatarbild, ein simples Avatarbild, man braucht Premium dafür. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und dann gibt es solche Avatarbilder, die echt kacke hässlich sind. Und wenn wir mal die Hand aufs Herz legen, sie sind scheiße hässlich. Also, ja, es hat gute, es hat schlechte Seiten. Aber ich bin der festen Überzeugung, es wird immer noch mehr verstärkt, dass FreeChem einfach noch mehr Geld aus den Game ziehen will. Ich meine, sie müssen es ja gar nicht umsonst machen, aber ich war ja auch einer, der immer sehr, sehr viel Premium gekauft hat und so gesehen auch damit FreeChem supportet hat oder eben den ganzen, die Carbon-SMGs oder so aus dem Shop gekauft habe. Und da gab es viele, viele Leute, die das gemacht haben. Oder wenn ich jemanden in die Community frage, wer hat von euch Premium? Da sagt, denke ich mal, 90% von euch, ja, ich habe Premium. Freunde, machen wir doch mal wieder eine kurze Umfrage. Kleines i oben in der Ecke. Habt ihr Premium? Ja oder nein? Und dann schreibe ich vielleicht noch hin, wie lange habt ihr Premium? Vielleicht nur ein paar Tage, vielleicht habt ihr Monate. Es gab auch Leute, die hatten hier schon ein halbes Jahr oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, es wird immer noch mehr Geld rausgezogen. Und sie wollen noch mehr. Okay, Freunde, dann war es das auf jeden Fall von meiner Seite. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das kurze kleine Video gefallen. Wie gesagt, es war jetzt kein Let's Play, es war jetzt kein Let's Show von diesen Patch Notes oder so. Es war einfach nur mal ein kurzes Antesten von diesem Ding. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis dann, macht's gut. Euer Mofa, bye bye.